Da wirst du doch bekloppt. Was ist hier denn los? Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Buschi TV. Es gibt in einer halben Stunde Bratwürstchen. So. Scheiße. So. Ich verletze sie auch noch. Wenn ihr jemals Zeuge einer fantastischen Grillaktion werden wollt, schaltet aus und guckt woanders hin. Grill den Hänsler oder wie das heißt. So. Jetzt reden wir über den Tag des Handballs am 6. September diesen Jahres. Wir haben gedacht, zwei Fachkräfte, Marco Hagemann, Daniela Fuß, die wissen, was ich kann. Und die wissen im Zweifel auch, was ich nicht kann. Ich bin auf die Einschätzung gespannt. Wir beiden, das will ich mal jetzt ganz genau wissen. Ich muss zufällig weg gerade. Moment mal. Was ist denn jetzt los? Wichtiges Telefonat. Nee, jetzt mit das Thema überspringen. Wir begrüßen natürlich auch. Wir begrüßen. Hallo! Wir begrüßen. Hey, das läuft mir hier aus dem Ruder. Wir begrüßen natürlich auch Stefan Kretschmer, den Gegner. Den Feind. Ich schrieb davon, der Feind in meinem Garten. Ja. Ich meine, ich möchte von euch eine ehrliche Meinung. Wirklich eine ehrliche. Ich übrigens auch. Alle Leute, auch aufgrund der Wade, auch aufgrund der Wade, sagen alle Leute, ich sei größenwahnsinnig, weil ich glaube, in seiner Sportart, soll ich noch mal kurz erzählen, wie das in meiner Sportart gelaufen ist? Nee, lass mal. Ne? Zeig doch mal die Wade, weil er hat nicht nah genug rangesucht. Das Kameraobjektiv konnte es aus der Entfernung nicht einfangen. Also jedenfalls, viele sagen, ich wäre größenwahnsinnig, weil ich glaube, dass ich es schaffe, mit Unterstützung der Rhein-Neckar-Löwen zusammengestellten All-Star-Auswahl, eine Auswahl von Stefan Kretschmer zu schlagen. Unter Beteiligung. Das ist vielleicht der kleine Pferdefuß an der Geschichte, dass ich auch wirklich mitspiele. Ja. Wir werden am 6. September in der Commerzbank Arena in Frankfurt vor 50.000 Zuschauern und keiner weniger gegeneinander spielen. Und viele sagen, ich vergrößenwahnsinnig. Ich behaupte, Team Buschi wird Team Kretsche schlagen. Haltet ihr das für größenwahnsinnig? Macht nicht den Fehler, nur zu überlegen, Buschi gegen Kretsche. Mhm. Er ist geringfügig besser im Handball als ich. Geringfügig. Aber mein Team besteht aus Weltmeistern, Olympiasiegern, Europameistern, Superstars, Welthandballern. Ist es möglich oder ist es nicht möglich, dass wir gewinnen? Warum guckst du mich jetzt zuerst? Ich hätte es schön gefunden, wenn du zuerst. Immer von rechts nach links. Ja, immer rechts vor links. Nee, komm, jetzt hau mal an, Daniela, jetzt mal ganz ehrlich. Weil das macht mich wahnsinnig, dass alle sagen. Was schreibt Sport 1? Was schreibt Sport 1? Sport 1, Moment. Also was schreibt Kretsche eigentlich? Sport 1, was sie getrieben hat, verstehe ich bis heute nicht, überträgt dieses Spiel am Tag des Handballs live vor dem Bundesliga-Spiel. Und Kretsche schreibt vorher die Kolumne. Natürlich. Aber trotzdem, Daniela, jetzt vergiss mal deinen Arbeitgeber. Ja. Ist es größenwahnsinnig von mir zu sagen, ich stelle mir da eine Mannschaft zusammen, gefüttert von meinen Traumpässen werden wir diese Truppe schlagen? So, das war vergiss das Entscheidende. Den Nebensatz. Genau, der letzte Satz war, du bist definitiv kein Realist. Aber natürlich hast du die Unterstützung von extrem guten Sportlern. Und ich glaube, du hast schon eine gewisse Chance. Was heißt denn hier eine gewisse Chance? Nein, ey, hallo, ich du musst schon bedenken. Olson, du musst schon, ich habe Löfgren, ich habe Ahn, ich habe Richardson, ich habe Rogic, ich habe Buschmann. Der Hund hat als Kretsche Isabel also, Wert oder was? Meinst du, der spielt alleine? Pocher, ja. Elton, den Schlagzeuger von Rammstein. Moment mal, also jetzt wäre ich ungemütlich, mein Freund. Gut, dass ich jetzt nichts mehr sagen muss. In diesem Ton... den ehemaligen Torwart von Rotation Prenzlauer Berg, Christoph Schneider, hier zu diskreditieren. Das ist frech. Vor allem setzt er sich bestimmt in der Halbzeitpause irgendwo hin und macht ein paar Töne. Der im Übrigen schon im ersten Trainingsspiel nachgewiesen hat, vor ungefähr einem Monat in Leipzig, was er im Tor alles kann. Der im Übrigen ein Tor erzielt hat als Torwart. Ja, was habt ihr euch da wieder für Opfer ausgesucht als Gegner? Ich meine, wir reden... Hier spielt ihr gegen Stars. So, darf ich mal kurz was sagen? Ja, du warst ja eigentlich dran. Ja, genau, wenn ich euch beide sehe. Also du bist laut, Buschi, aber ich glaube, vor Kretsche die Angst. Also wie der das unmisst, also... Nein, du hast schon... Ja, du warst auch nie Hochleistungssportler. Nee, bist du toll. Soll ich gehen? Ich habe die Mannschaft von BG Hagen zum Klassenerhalt geführt. Ich habe... Ja, und... Ich habe versucht, Würstchen zu grillen. Aber lass uns doch mal auf deine Wade eingehen. Du hast mich ja jetzt gefragt, ob du eine realistische Chance hast, beziehungsweise ob du größenwahnsinnig bist. Also ich glaube nicht, dass du größenwahnsinnig bist. Genau. Also du hast manchmal
verlierst du so im Ansatz den Sinn der Realität. Aber nur im Ansatz. Also du hast schon eine Chance. Größenwahn würde ich das nicht nennen, aber eine Chance hast du auf jeden Fall. Aufgrund deiner Mannschaft. Ganz sicherlich. Hagi? Ich möchte dich charakterlich so eben noch rausgekommen aus der Nummer. Ja, ich möchte dich charakterlich auch gar nicht beurteilen. Also dein letzter Satz in der Einladung kannst du aber mal machen. Ja, Moment, war mir ein bisschen fremd aufgrund deiner Traumpässe. Da muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, das beißt sich so ein bisschen. Denn ich weiß ganz genau, dass du irgendwann noch mal zu deiner aktiven Zeit als Basketballer auch das schwarze Loch genannt wurdest. Das heißt, wenn Bälle zu hat dir doch kamen. Überhaupt nichts zu tun. Moment, lass mich doch mal aushören. Wenn Bälle zu dir kamen, kamen sie zum Mitspieler nie zurück, weil du gleich drauf gefeuert hast. Ja, aber das kann ich ja da nicht machen. Das ist eine gute Information, danke. Bitte? Und ich glaube, da du möglicherweise nicht so handballspezifisch drauf bist und du den Ball bekommst und versuchst, ihn wieder drauf zu feuern, halte ich das für... Wobei in dem Zusammenhang das Wort drauf zu feuern ja, also überhaupt nicht anwendenswert ist. Ja, also ich glaube, das wird schon schwierig. Also du musst natürlich dann in der Lage sein, wirklich dann die Pässe anzubringen und nicht nur das schwarze Loch zu imitieren. Wobei, ich muss nur was sagen, bevor du was sagst, weil es kommt immer so, das ist so schwierig, dir dazwischen zu gehen. Pass auf, was ich definitiv pro Buschi nehme, ist, dass du ein wahnsinniger Ehrgeizling bist. Ich glaube, du wirst da so viel reinsetzen. Ja! Nee. Dieses Event steht seit über einem Monat fest. Ja, kann der was dafür für seine Wade, für die 13 cm Muskelmasse? Den einzigen Ehrgeiz, den ich sehe, dass dieser Mensch sich von Verletzung zu Verletzung schleppt. Wo soll denn im Sommer bitte, und da waren wir im ersten Teil von Buschi TV beim Thema Fußballnationalmannschaft schon, wo soll denn die Fitness herkommen, dass dieser Mann ein Spiel, wo es wirklich um alles geht, bestreiten kann? Dieser Mann ist normalerweise vom Trainer nicht aufzustellen. Das kann man als Trainer nicht verantworten, diesen Menschen, der den muskulären Höhepunkt schon vor 20 Jahren überschritten hat, der jetzt mit jeder weiteren Verletzung im Prinzip zum totalen Wrack mutiert. Wie kann man den auf ein Spielfeld schicken vor 50.000 Menschen? Er war vorher schon körperlich nicht in der Lage, und mit vorher meine ich vor 25 Jahren, in diesem Spiel zu bestehen, und jetzt doch erst recht nicht. Und das ist die Frage, er hat sich ja seinen Trainer auch noch selber ausgesucht. Das heißt, indirekt hat er Einfluss auf seine eigenen Einwechslungen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn er das Spiel gewinnen will, darf er nicht spielen. Wer ist denn der Trainer? Du musst ihn fragen. Wer ist denn der Trainer? Unter anderem wird Bob Hanning bei mir, beste Kumpel von Kretsche, auf der Bank sitzen. Gewesen, quasi. Ich tue alles, was tatsächlich viele Leute nicht verstehen. Und ich muss leider euch auch dazu zählen. Und auch Großteil des Millionenpublikums, das diesem Kanal folgt. Eigentlich kannst du alle Leute hier erwähnen. Also es ist eine Ausnahme. Also ganz ehrlich, ich habe eine gesunde Basis von Leuten, die mir glauben. Nenn mir nur einen Namen. Sind 200, knapp 250.000 Menschen, die glauben das, was ich ihnen sage, und mit Recht. Und ich das sage, sind deine Facebook-Freunde. Und ich sage dir, ja, meine Frau erklärt mich für bekloppt. Die sagt, lass das sein. Also ich schaue bei dir ab und zu mal rein, keiner glaubt an dich. Ja. Keiner glaubt an dich. Also ich weiß nicht, der Einzige, der an dich glaubt, bist du selbst, wenn du deine Sachen selber kommentierst. Das bist du aber selbst. Es kann natürlich sein, dass es eine gespaltene Persönlichkeit ist, die in dir irgendwie schlummert und du deine eigenen Kommentare, die du schreibst, als Fremde nimmst. Weil du wahrscheinlich unter einem Synonym also der Hammer FB auf deine Facebook-Seite schreibst. Der Hammer ist tatsächlich, wie sehr ich unterschätzt werde. Das ist wirklich erstaunlich, weil ich sage das nochmal, ich habe das auch in der NDR Talkshow schon gesagt. Ja. Ich werde Pässe spielen. Die hat der deutsche Handball in der Form, Pässe. Ach, Pässe im positiven Sinne, bevor du wieder dazwischen grätscht, noch nie erlebt. Da gibt's Tumult. Mach doch mal jetzt mal für die Kamera mal einen Pass vor. So, nur mal so. Also du hast auch schon mal vom No-Look-Pass gehört. Den schmier ich von der Mitte des Spielfelds. Ihr springt alle, von mir aus gesehen links, von euch aus gesehen der Abwehr nach rechts. Dann kommt das Ding No-Look Richtung Kreis. Mein Rechtsaußen kommt eingeflogen, Kemper-Trick, Bums, Tor. Mhm. Assist Buschmann. Was das wird einfach so sein. Naja, aber was anderes wird dir auch nicht übrig bleiben. Also du musst ja, aber das reicht. Guck mal, und nein, lass merkt ihr jetzt ganz genau, was gerade passiert? Jetzt arbeitet es endlich mal im Oberstübchen. Nein, lass mich das kurz erklären. Jetzt arbeitet es auch am Grill gerade. Weil ich muss es ja begründen. Du musst dich darauf einstellen, dass du nur No-Look-Pässe spielen kannst, weil nach 2 Minuten wirst du gar nichts mehr sehen. Also generell von deiner körperlichen Konstitution wirst du so einen auf die Mütze kriegen, dass dein Sehnerv ausfällt. Also richte dich darauf ein, dass dir nur noch der No-Look-Pass übrig bleibt.
Ich kann dir sagen, Kretsche, auch diese... Spiel nach Gefühl einfach. Weil sehen wirst du ja nichts mehr, weil die Jungs sind ja alle doppelt so groß. Also auch diese Androhung von körperlicher Gewalt zum Beispiel, auch da werde ich ja unterschätzt. Was meine Fitness, was meine Kraft, was mein behendes Bewegen betrifft, auch da werde ich, nur weil ich vielleicht 2 Jahre älter bin, werde ich unterschätzt. Ich werde einfach für euch gar nicht greifbar sein. Und wenn einer mir wehtun will, dann macht's Patsch. Naja, du wirst in dem Sinne nicht greifbar sein, weil du ja übers Spielfeld rollst. Und das ist natürlich eine Bewegung, die wir als Handballer nicht kennen. Ja, das ist dann eher wieder aus dem Fußball, wenn man gefoult wird und nach einer Schwalbe nochmal 5 Umdrehungen hinter sich hinterherzieht. Klar, das sind Bewegungen, die kennen wir nicht. Da müssen wir uns auch erstmal mit anfreunden. Aber eins wird klar sein, deine sportliche Leistung wird nicht spielentscheidend sein. Und es ist dir auch bewusst, deswegen hast du dir gute Leute geholt. Ich muss das ja wirklich mal respektvoll sagen. Du hast Spieler geholt, die habe ich als Spieler gehasst. Schwedische Nationalspieler, die in den 90er Jahren das Nonplusultra waren, die alles gewonnen haben. Ich hasste es, gegen Schweden zu spielen. Weil am Ende war in den 90er Jahren Schweden immer der Sieger. Und die hast du dir glücklicherweise für dich in dein Team geholt. Die sind ernst zu nehmen, klar. Aber eins ist doch wohl auch klar, wenn du das Spielfeld betrittst, da lacht sich ganz Frankfurt kaputt. Und da kannst du jetzt hier noch so große Offensiven verbal starten. Frank Buschmann im Handball, und das wird der Tag dir zeigen, hast du nichts verloren. Und das ist die Aufgabe meiner Mannschaft. Und ich schwöre dir, wir sind sowas von gebrieft. Es gibt einen 1,5-stündigen Film im Nachhinein über das Team Kretsche. Der kommt ins Kino. Das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Du wirst also auch wie Cristiano Ronaldo irgendwann das neue Goal in die Kamera. Das habe ich mir vorgenommen. Ja, beim 45:12 werde ich beim entscheidenden Tor das Trikot von mir reißen und werde in Richtung Buschmann rennen. Und man wird ihn nicht mehr sehen. Also, man merkt ja auch tatsächlich in der Vergangenheit. Du bist ja in der Öffentlichkeit. Du hältst ja quasi eigene Pressekonferenzen ab. Ja. Das ist ja auch ganz stark. Ja. Da kommen auch noch Leute. Ich bin eher der ruhige Typ. Mhm. Die trommeln da gar nicht. Und da stimmen wir alle drei natürlich sofort überein bei der Selbsteinschätzung, dass du eher der ruhige Typ bist. Ich bin eher der ruhige Typ und ich sage dir, ich werde alle und dich im Besonderen überraschen. Das ist so. Ich weiß, dass ihr das nicht glaubt. Ihr unterschätzt mich. Nochmal. Hätte ich eine 1-gegen-1-Situation gegen Kretsche im Handball. Never ever. 7 Meter werfen. Ja. Never ever. Das ist, als wenn er gegen mich beim Dreierwerfen antreten will. Mit dem schwarzen Loch. So, weißt du eigentlich, dass er das ja versucht hat? Im Basketball? Weiß man nicht. Das weiß mittlerweile jeder. Ich nicht. Also, ach so, okay. Weißt du nicht? Hast du nicht geschafft? Lass es dir noch mal kurz erklären. Ja, gerne. Okay, nee, will ich gar nicht groß thematisieren. Ist so ausgegangen, wie es jeder erwarten musste. Jetzt ist es eigentlich eine ähnliche Ausgangssituation. Jeder erwartet, wenn er ein bisschen was im Hirn hat, einen Sieg dieser Mannschaft. Von dem Halbgehangenen. Aber ich habe den Vorteil, und das ist der entscheidende Unterschied, ich habe ein Team zusammengestellt, die auch mir die Möglichkeit liefern werden, und das begreifst du nicht. Und ich weiß nicht, warum du das einfach nicht begreifen willst. Dieses Team gibt mir die Möglichkeit, auch bruchstückhaft zu glänzen. Natürlich, das ist ein schönes Wort. Bruchstückhaft ist ein schönes Wort. Aber schon im Ganzen. Ich werde schon im Ganzen glänzen. Er spricht sowohl von seiner Leistung als auch von seinen Zähnen. Du wirst, Kretsche, ohne Scheiß, und ich hoffe nur, dass danach deine Auftraggeber nicht alle sagen werden, okay, kann der als Handballfachmann überhaupt noch durchgehen? Weil dafür möchte ich natürlich auch wieder nicht verantwortlich sein. Das hinterher heißt, die postaktive Karriere zerstört, die ich ja mittlerweile in Kleinstarbeit aufgebaut habe. Posttraumatisch. Wo wäre der, wenn ich nicht gesagt hätte, nimm ihn an die Hand und lass uns mal so ein Ding begleiten für den Handballsport. Die Antwort ist auf der sicheren Seite. das aber Buschi, guck mal, wie das jetzt geht hier. Super. Das geht. Zweite Halbzeit quasi. Aber lass mich noch mal eben fragen. Also du hast dir jetzt ein Team zusammengestellt, das hauptsächlich oder nur aus Weltmeistern. Also wenn ihr das was sagt, Jackson Richardson, Welthandballer, Franzose. Markus Ahlen, Kreisläufer, ehemals THW Kiel. Stefan Löfgren, ehemals THW Kiel. Stefan Olsson, ehemals THW Kiel. Ich habe ja schon ein paar Namen gelesen. Im Tor, Fritz, den Hexer Thiel und Paul Panzer. Ach so, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Hast du irgendjemanden dabei, der eventuell nicht professionell Handball spielt? Ja, Paul Panzer. Ich arbeite noch an Joko und Klaas. Das mache ich aber nur, um Team Kretschmer zu verwirren. Aber mir ist es in einem Husarenritt gelungen, im Team Kretsche
Oliver Pocher und Elton unterzubringen. Das ja, alleine. Das wäre nämlich jetzt die Frage an dich gewesen. Ist für mich also, hast der du Joker. Die zusammengestellt oder hat er die quasi dir? Nein, nein, er hat seine Mannschaft selbst zusammengestellt. Schon. Als das rauskam, dass wir gegeneinander spielen, haben sich natürlich unzählige Menschen gemeldet, die unbedingt in meinem Team spielen wollten. Und natürlich habe ich einigen Asyl gewährt. Natürlich habe ich einige wohlwollend aufgenommen, weil sie mir glaubhaft versichert haben, dass sie ihn wirklich fertig machen wollen. Sowas muss man ja immer mit einbeziehen in die Planung. Man braucht motivierte Menschen. Man braucht nicht nur Söldner wie Team Buschmann. Und Stefan Olsson kennt den doch überhaupt nicht. Der kommt dahin. Er wird mich kennenlernen. Weil er eingeladen wurde. Aber er hat doch keine Identifikation mit diesem Verein. Mit dieser komischen Team Buschi-Geschichte. Das weiß doch keiner, da was anzufangen. Das Entscheidende ist doch auch, die haben sich vorher noch nicht einmal gesehen. Die treffen sich am Tag des Handballs zum ersten Mal und teilen dann das Spiel. Glaubt, Kretsche. Glaubt. Glaubst du, dieser Teamkapitän macht irgendwelche Versuche, dass diese Mannschaft sich mal vorher trifft oder sich mal einspielt oder ins Trainingslager geht? Nix. Es ist eine reine Söldnertruppe, die sich an diesem Tag trifft, das Trikot überstreift. Aber es ist ganz egal diesen Menschen, was für ein Emblem auf ihrer Brust steht. Ja? So, aber jetzt kommst du. Was machst du und mit deinem Team? Team Kretsche hat sich schon getroffen. Ja. Team Kretsche war schon im Trainingslager. Team Kretsche hat schon ein Trainingsspiel gemacht. Team Kretsche wird sich im Sommer wieder treffen im Juli. So, ich möchte mal ganz kurz wieder ein Trainingsspiel machen. Das ist, und es wird auch Zeit zu entblößen. Der Typ erzählt allen Ernstes, so, ich gehe schon mal ins erste Trainingslager und haut sich mit seinen golfenden Kumpel den Arsch voll, achtet dummerweise nicht drauf, dass auf Facebook Fotos kommen, wo sie das ist bewusst, das ist eine teambildende Maßnahme. Das war eine teambildende Maßnahme. Trainingslager Team Kretsche. So, das geht nicht. Ja, aber da wächst was zusammen. Da wächst was zusammen, was zusammen gehört. Ja. Ich kann dazu nur sagen, dieser böse Vorwurf, Söldnertruppe, wächst nichts, kommen erst zum Tag des Handballs zusammen. Überraschenderweise, obwohl ich keine Marketingmaschine bin, gibt es immer mehr Unternehmen, die sagen, wollt ihr intensives Trainingslager, wollt ihr euch, genau. Wir zahlen alles. Wir machen das, in einer anderen Form als diese golfenden Altsäcke da. Wollt ihr ins Trainingslager? Das Wohlfühl- und Sparresort Belleg hat schon mal angefragt, inklusive seinem angeschlossenen Seniorenheim. Ich bin ein bisschen sauer, dass, also Daniela hält ja ein bisschen zu mir. Marco sagt schon lange gar nichts mehr. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen mit Daniela. Ja, doch. Nein, weil sie weiß, dass ich Fähigkeiten habe, die da sind. Ich bin Tier. Ich kann kämpfen. Ach so, weil ich gesagt habe, dass du einen mega Ehrgeiz hast. Genau. Ja, das stimmt. Marco sagt gar nichts mehr. Das wiederum. Nee, weil ich einfach mir auch so ein bisschen Sorgen um dich mache, muss ich ehrlich sagen. dieses Bild, was wir heute Abend haben, behalte ich für mich in Erinnerung. Was danach kommt, nach dem 6.9., ich habe ein bisschen Sorge. Also ich sag mal eins. Ich habe einen Spieler in meiner Mannschaft. Der Mann heißt Uli Borowka. Uli die Axt Borowka. Wenn der diese Wade sieht, geht er noch mal drauf. Der beißt sich fest. Und er hat nur diese eine Aufgabe. Uli Borowka. Er wird nicht der handballerisch Beste sein, aber er hat den Auftrag verstanden. Heiner Brandt und Michael Biegler haben ihm das erklärt in unserer ersten teambildenden Maßnahme. Okay, wir haben natürlich Alkohol getrunken, das gebe ich hier offen zu. Und sind zusammengewachsen als Team Kretsche. Jeder in meiner Mannschaft lebt Team Kretsche und weiß, was Team Kretsche ist. Und Uli Borowka wird die Überraschung des Team Kretsches sein am Tag des Handballs. Ja, das sind für mich so schlüssige Formulierungen, die Kretsche hier loslässt. Ja. Deswegen habe ich Sorge um dich. Ich arbeite im Moment extrem daran, den französischen Schlechter Didier Dinard zu verpflichten. Das ist mit das Härteste, was der Handballsport in den letzten 20 Jahren in der Abwehr gesehen hat. Sollte mir diese Verpflichtung auch noch gelingen. Neben einem Jensen, den ich schon geholt habe, der kloppen wird, und einem Olli Rogisch. Ich habe ja eine Leibgarde. Sollte Didier Dinard tatsächlich noch möglich werden für mich, wird er keine 30 cm von meiner Seite weichen und wird Uli Borowka zur Not umbringen. Das heißt,
Alle drei Abwehrspieler, wenn sie 30 cm nicht von seiner Seite weichen, sitzen 60 Minuten auf der Bank. Deswegen ist kein Einfluss auf das Handballspiel haben wird. Was das jetzt bringt, also entstehen nicht dadurch vielleicht ein paar Lücken, um mal Tore zu kassieren, egal. Wenn ja, du hier drei Leibwächter um dich rum hast? Also ich glaube einfach, dass wir die spielerisch bessere Mannschaft sind. Ja. Ich glaube, dass wir, Team Buschi, ich glaube wirklich, dass sich diese Truppe von Kretsche, und da sind wir beim Thema der mentalen Stärke, die Mannschaft von Kretsche wird sich zu sehr darauf kaprizieren, fokussieren, ob sie mir wehtun kann. Und das ist das Problem. Spielerisch bessere Mannschaft. Wie lang ist denn der Transfermarkt auf bei euch? Darfst du bis zum Schluss? Wir sind fast dicht. Wir werden noch Fans dazu holen über unterschiedlichste Aktionen. Ich glaube, dein Sender Sport 1 macht mit Kretsche zusammen eine Geschichte. Was denn alle, die normal denken, machen mit mir zusammen eine Geschichte. Ja. Ist doch klar. Keiner will ins Inferno rennen. Bei mir wird im Zweifel über ein Zuschauerauswahlverfahren die halbe kroatische Nationalmannschaft, die im Olympiafinale gegen Natürlich, für 300 Euro machen die alles. Ich freu mich wie ein Schnitzel. Kretsche 1 zum Abschluss vielleicht, und die Würstchen werden auch fertig. Die sehen echt gut aus. Wir sollten vielleicht eins noch sagen, bei allem Spökes, den wir machen, du zwingst uns ja mittlerweile in jede Fernsehsendung. Das ist schon wieder nicht wahr. Ich dachte, du willst jetzt wirklich ein seriöses, positives Fazit ziehen und kommst nochmal mit so einem Ding um die Ecke. Also wir haben gemeinsam beschlossen, hin und wieder in ein Fernsehstudio zu gehen, um diesen Tag des Handballs am 6. September zu promoten. Vielleicht eins noch, es war ja ursprünglich angedacht, Rhein-Neckar-Löwen gegen den HSV Handball als eigentliches Weltrekord-Zuschauerspiel zu veranstalten. Der HSV hat die Lizenz nicht bekommen, sieht auch nicht wirklich gut aus, dass sich da noch irgendwas tut. Aber einen Gegner werden wir schon finden für die Rhein-Neckar-Löwen, dass der Tag in der geplanten Form stattfindet und du im Vorspiel den Arsch versohlt küsst. Den Gegner werden wir nicht finden, den werden andere finden. Weil so weit reicht unser Einfluss jetzt doch nicht. Ja. Aber dass wir das Stadion ausverkaufen, bin ich mir sicher. Es sind, das wird so passieren. Sind viele Tickets weg. Nur noch wenige Restplätze. Ja. 20.000. Und dann wird es ein Kracher. Und ich weiß, dass du motiviert bist. Ich muss auch sagen, nochmal ganz ehrlich, ich gehe nicht arrogant an die Sache ran und ich unterschätze dich auch nicht. Ja? Vor allen Dingen nicht mit der Mannschaft im Rücken. Aber du kannst dir nicht vorstellen, und davon hast du keine Vorstellung, was meine Mannschaft für eine Motivation und für einen Geist hat. Und ich meine wirklich Geist. Und das betrifft nicht nur die Spieler, das betrifft auch die Prominenten, die du so unterschätzt. Ein Elton wird dich umrennen. Der ist eine Walze, der ist eine Wand. Und ich gebe ihm dieses Selbstvertrauen, dass er denkt, er wäre eine Wand. Selbst wenn er das jetzt noch nicht genau weiß. Aber in diesem Spiel werden wir hundertprozentig fit sein. Und deswegen freue ich mich darauf und ich wünsche dir auch alles Gute in deiner Besserung, weil danach wird es ein Rückfall in die Steinzeit werden. Wir wollten eigentlich ein positives Fazit ziehen. Ihr mögt euch eigentlich, dazu, ne? Dazu bist du offensichtlich nicht in der Lage. Oder? Du hast mir auch keine Steilvorlage dazu kann gegeben. Ich nur sagen, ich werde mich von dir nicht mehr in Talkshows zerren lassen. maximal besorge ich dir noch einen Auftritt im ZDF-Fernsehgarten. Oh, der ist jetzt damit abgesagt. Kiwi, tut mir leid. Kiwi. Das ist vorbei. Das würde ich dir noch besorgen. Aber am Ende des Tages sollten wir vielleicht noch einmal festhalten, die sind alle fertig, sind alle geil fürs Team gleich. Ihr kriegt nichts mehr. Wollt ihr noch eine Bratwurst? Nee. Nee, komm, wir haben ja ganz viele jetzt. Wollen wir noch? Komm, Marco, du siehst so. Ich sehe so aus. Kannst du jetzt zum Abschluss noch mal irgendwas festhalten? Ja, komm, sag mal was Nettes und ich finde auch, ihr mögt euch doch eigentlich, oder? Ja, das, oder ist das ja also, wobei. Ist so also eine Marketing-Scheiße. Meinst du, eine Marketing-Scheiße? Nee, das stimmt ja nicht. Das ist ja, da sind wir wieder beim Vorwurf, wenn mir unterstellt, ich wäre eine Marketingmaschine und ich falsch. Nein, hat doch keiner gesagt. Aber Fakt ist. Verstehst du auch keinen Spaß? Natürlich schätzen wir uns. Also sagen wir mal so, da ich Respekt habe, ich schätze ihn natürlich, mag ihn sogar auch, aber am 6.9., ganz kurz, in den 2x20 Minuten, die wir spielen werden. 20? Ja. Mehr kann er nicht. aber da ist das vergessen. Ja, das ist ja klar. Und ich hoffe, und da bin ich manchmal bei Kretsch ein bisschen skeptisch, das war auch nach dem Basketball schwierig, weil das war ja kompletter Irrsinn, zu denken, mich schlagen zu können. Da hat er eine Weile Probleme gehabt, mit umzugehen, weil ich das auch nur leicht, aber hin und wieder ausgeschlachtet habe. Ja, das ist das eigentliche Schlimme. Also ich kann ja mit der Niederlage leben, musste ich ja schon häufig in meinem Leben. Aber das Ding gegen dich zu verlieren und im Hinblick darauf, was danach passieren wird, das ist das Schlimmste.
Das ist meine Motivation. Kannst du mich denn auch manchmal ein bisschen leiden oder ist das einfach nur Respekt vor meiner unglaublich guten Arbeit? Nee. Ich kann dich ganz schön gut leiden. Aber habe ich jetzt aber gesagt? Ja. Lass mich einfach probieren, das aber wegzulassen. Punkt. Du bist kein verkehrter Kerl. Du bist nur jemand, der total größenwahnsinnig ist. Und das macht dich manchmal unsympathisch, weil du übers Ziel hinausschießt, aber tief innen drin. Und jetzt breche ich den Satz ab, weil es nicht in die Sendung passt. Dass man dann noch Röschen verteilt. Das ist süß, ne? Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war eine weitere Folge von Buschi TV. Deutlich seriöser, als ich angesichts der Gäste erwartet hätte. Aber ich bringe das meist noch auf die richtige Bahn. Das hat aber mit Größenwahn nichts zu tun. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Daniela Fuß, die heute 25 geworden ist. Ich werde immer jünger. Am Tag der Aufzeichnung. Marco Hagemann, der in Zukunft 26 wird. 26 wird Fußball-Länderspiele bei den Kollegen von RTL kommentiert. Und bei Stefan Kretschmer, der am 6.9. sein endgültiges Handballtrauma erleben wird und nicht dran glauben kann und will. Und bei mir bedanke ich mich für dieses unglaubliche Grillen hier. Da wirst du doch bekloppt. Was ist hier denn los?